Bitte auf keinen Fall berühren. Sind Sie mit Magie angefertigt? Oh, nicht doch. Das wäre viel zu einfach. Ihr müsst wissen, das Eis, das man dafür benutzt hat, ist vor über 1000 Jahren gefroren. Oh. Sie sind von Bergbaugenomen aus dem hohen Norden handgemeißelt worden. Diese Skulpturen sind absolute Einzelstücke und einfach unersetzbar. Oh, ein Schwan, wie reizend. Ich liebe Schwäne. Oh je. Nanny, was hast du getan? Sie haben dem Schwan den Kopf abgebrochen. Keine Angst, ich zaubere ihn wieder heil. Abracadabroi, als Vogel erstehe das Eisdings da neu. Oh, Nanny, das ist doch kein Schwan. Das sieht aus wie eine Henne. Vielleicht auch wie eine Ente. Es sieht entzückend aus. Ich mag Enten. Hier lang! Schön dranbleiben! Das ist unsere edelste und gleichzeitig absolut wertvollste Sammlung von höchst antiken Spielzeugen. Wie beeindruckend! Ihr spielt hier wahrscheinlich den ganzen Tag lang. Ich könnte hier drin glatt für immer und ewig spielen. Der Affe hier hat bereits über 100 Jahre auf dem Buckel. Dieser Clown ist sogar schon über 200 Jahre alt. Der Überlieferung nach wurden sie in der Elfenfabrik gebaut. Und zwar von jemandem namens Weiser Alter Elf. Wir kennen den weisen alten Elf. So, ihr kennt den weisen alten Elf? Was für einer ist das? Er ist weise. Er ist alt. Er ist ein grummeliger alter Elf, der ein bisschen geschickt ist. Jeder Elf hat sein spezielles Malgebiet. Einer malt die Augen, ein anderer den Mund und ein dritter die Haare. Beeindruckend. Ich hab gedacht, das machen alles Maschinen. Oh nein, das ist alles Handarbeit. Das sieht nach einer schweren Arbeit aus. Elfen lieben schwere Arbeit. Und wir sind Elfen. Na, da bin ich ja froh, dass ich eine Fee bin. Nanny! Wenn das Kleid gemalt ist, kommt die Puppe in den Trockner. Danach ist sie fertig zur Auslieferung. Und da haben wir sie, die fertige Puppe. Ein beeindruckendes Beispiel für die Handwerkskunst der Elfen. Ich dachte, dass die Puppen ein rotes Kleid kriegen sollten. Was? Das ist allerdings richtig, Prinzessin Holly. Na, halb so schlimm. Mal ein Fehler ist nicht auszuschließen, wenn man eine so hohe Stückzahl produziert. Die haben aber alle ein blaues Kleid an. Oh, sie hat recht. Wir müssen sie auspacken und alle neu bemalen. Aber dafür reicht die Zeit leider nicht. Ich könnte das im Nu korrigieren mit etwas Zauberei. Zauberei ist in der Elfenfabrik nur leider nicht gestattet. Na schön, dann rufe ich den Weihnachtsmann an und sag ihm, was passiert ist. Ich bin sicher, er versteht das. Nein, rufen Sie den Weihnachtsmann nicht an. Ausnahmsweise dürfen Sie ein kleines bisschen zaubern. Nur dieses eine Mal. Gut, dann brauche ich meinen Zauberstab. Ah, da bist du ja. Blau zu rot. Hurra! Ich würde sagen, dass sie versuchen zu fliegen. Aber sie können noch nicht fliegen. Ich kann es ihnen zeigen. Feen sind nämlich richtig gut im Fliegen. Und ich bin eine Fee. Also dann, Vogeljunge, macht mir einfach alles nach. Fliegen, das ist nämlich kinderleicht. Oh, wieso wollen Sie es mir denn nicht nachmachen? Wir müssen vielleicht mit ein paar einfacheren Übungen anfangen. Wie hast du denn das Fliegen gelernt? Ich fliege ja schon lange, schon seit ich ein Baby war. Also kann ich mich auch nicht mehr an meine erste Flugstunde erinnern. Dann fangen wir am besten mit Flattern an. Das geht so. Ja, sie machen es dir nach. Toll, Ben. Nun flattern wir ein bisschen schneller. Nun springt! Sie fliegen! Gut gemacht, Ben. Du hast ihnen das Fliegen beigebracht, obwohl du selbst doch gar nicht fliegen kannst.
Wiedersehen, Vögelchen. Da fliegen sie hin. Lebt wohl, meine Kleinen. Oh, nun sag nur nicht, du vermisst sie schon. Nein, mir ist nur gerade etwas ins Auge geflogen. Na, sind die Jungen denn schon geschlüpft? Dann möchte ich das gerne in meinem Buch abhaken. Sie sind schon weggeflogen, Daddy. Sie haben von mir gelernt, wie man fliegt. Oh. Die Chance, frisch geschlüpfte Spechte zu entdecken, hat ein Vogelbeobachter nur ein einziges Mal in seinem Leben. Die habt ihr verpasst. Das ist nicht fair. Nun will ich überhaupt nichts mehr beobachten. So. Hallo? König Aurike, ich habe ein recht eigenartiges Nest in unserem Schloss entdeckt. Ein Nest? Ich bin sofort zur Stelle. Hier ist der Treibstofftank, Nanny Plum. Nun bitten Sie den magischen Picknickkorb um Gelee. Was? Sie haben doch aber gesagt, kein magisches Gelee mehr. Schon vergessen. Ich weiß, was ich gesagt habe, aber das ist ein Notfall. Na schön. Wie viel Gelee wollen Sie denn? Eine Menge. Ja, gut. Was? Wie soll uns das helfen? Das Gelee kommt aus dem magischen Picknickkorb mit einer verblüffenden Geschwindigkeit. Brrr. Wir nutzen nun diese Kraft des Gelees aus, damit die Rakete fliegt und alle sicher nach Hause kommen. Hätte ich das gesagt, hätten Sie mich glatt für verrückt erklärt. Aber das haben ja nicht Sie gesagt, sondern ich. Und der weise alte Elf ist nun mal sehr weise, Nanny Plum. Sagen wir, er ist ziemlich clever. Na schön, dann legen wir los. Magischer Picknickkorb, bitte sehr. Schaff uns Gelee in Massen her. Oh, alle gut festhalten. Es funktioniert! Hurra! Elfenrakete an Bodenkontrolle. Wir sind auf Kurs zurück zum kleinen Königreich. Und das mit Gelee als Treibstoff. Hurra! Sie sind auf dem Heimweg. Versuchen wir das. Magischer Picknickkorb, bring uns mehr davon her. Magischer Picknickkorb, bring uns mehr davon her. Für einen Moment habe ich doch tatsächlich gedacht, wir hätten eine neue Geleeflut. Geleeflut, Geleeflut, Geleeflut. Wow. Sie müssen das aufhalten. Stück für Stück. Magischer Pudding. Zurück, zurück, zurück. Nanny, versuchen Sie einen stärkeren Spruch. Da kann ich nur einen nehmen. Magie vorbei. Aber der ist nun mal königlichen Notfällen vorbehalten. Ich erkläre das zum königlichen Notfall. Blitzen soll's donnern, Nordwind blas los, Zauber zurück in der Wunderwelt Schoß. Das war's! Hurra! Lenny, wo ist denn jetzt unser Essen? Es tut mir leid. Ich musste den kompletten Zauber rückgängig machen, auch das magische Picknick. Das ist ja ärgerlich. Mein Essen ist noch vollständig hier. Natürlich, weil es ja nicht durch Magie gemacht worden ist. Und glücklicherweise habe ich genug für jeden von uns. Danke, Ben. Warte, Nanny. Du hast gesagt, Feen essen keine Elfenspeisen. Ja. Danke, dass du mich daran erinnert hast, Prinzessin Holly. Genießen wir den Ausflug eben ohne Picknick. Wir setzen uns und genießen die schöne Aussicht. Das schmeckt. Ich hab ein bisschen Hunger. Ich auch. Hallo, König Aurike. Wo ist euer Hamster denn nun? Mein Hamster? Hier ist Pippin. Er mag sie ganz doll. Nun übertreib es nicht gleich, mein Freund. Setz das Rad in den Hof rein. Jawohl. Du meine Güte, wohin soll denn dieses Ungetüm? Das ist ja schrecklich. Was tun wir nicht alles für unser Haustier, Herr König Aurike? Es gehört mir nicht.
noch tiefer mit dem Rad in den Hamsterkäfig. Hamsterkäfig? Hallo, wie reden Sie denn von meinem edlen Schloss? Und jetzt stellen Sie es in die Mitte des Hamsterkäfigs, Mr. Elf. Pippin! Hier, Pippin! Pippin, gefällt das Rad? Sind Sie sicher, dass das Rad das aushalten kann? Ja, Majestät. Hamster rennen doch nicht wahnsinnig schnell. Ihr habt anscheinend einen von der ganz schnellen Sorte. Das Laufrad dreht sich zu schnell, ehrlich. Das hält das Gestell nicht aus, niemals. Keine Panik, das Rad passt ja nicht durch das Schlosstor. Mein schönes Schloss! Oh je. Pippin hat's wieder geschafft auszureißen. Das Rad rollt in Richtung des großen Elfenbaums. Das heißt, wir müssen die Elfen warnen. Hallo? Hallo, Schatz, ich bin's. Weißt du, was Hamster sind? Ja, Schatz, ganz süße, flauschige Tierchen. Ja, bleib jetzt ganz ruhig, aber ein Hamster rollt auf den Baum zu. In einem enormen Laufrad! Oh. Die Kanne sieht nun nicht genauso aus, wie sie vorher ausgesehen hat. Ah! Bitte, kannst du sie wieder ganz machen? Keine Sorge, ich weiß schon, was zu tun ist. Ich wusste, dass Nanny Plum einen Zauber dafür kennt. Nein, so machen wir es nicht. Dann willst du wohl eine neue Teekanne kaufen? Nein, wir machen etwas viel Einfacheres. Was? Wir sagen's der Königin. Verzeihung, Eure Majestät. Was ist Nanny Plum? Unglücklicherweise hat es bei uns einen kleinen Unfall gegeben. Ein Unfall? Was ist passiert? Ich bin so untröstlich. Jedoch, eure neue Teekanne ist zerbrochen. Und ich habe noch ausdrücklich befohlen, dass niemand sie anfassen soll. Ja. Nanny Plum, mein Verbot, das Teegeschirr abzustauben, war doch wohl eindeutig. Ja, Eure Majestät. Ich hätte nicht übel Lust, dass eine Nacktschnecke aus Ihnen wird. Das ist etwas hart, findest du nicht auch? Könnte ich nicht wenigstens eine Schnecke mit Haus werden, geht das? Nein. Mami, ich bin's gewesen. Ich war das und ich war schon den ganzen Tag so traurig. Nun wirst du ja wahrscheinlich gleich mich in eine Nacktschnecke verwandeln statt Nanny. Oh nein, meine arme Kleine. Nicht mehr traurig sein. Es geht doch nur um ein bisschen Porzellan. Aber Mami, du wolltest Nanny deswegen in eine Schnecke verwandeln, nicht? Oh, das war nicht ernst gemeint. Oh? Entschuldige, ich wollte dich nicht traurig machen, Mami. Ach, Holly, ich bin nur traurig, dass du Angst davor hattest, es mir zu sagen. Wir dachten, dass wir sie reparieren könnten. Sie sieht zwar nicht ganz so aus wie vorher, aber die Kinder haben sich wahnsinnig angestrengt. Oh, die ist... wundervoll. Fast noch ein wenig schöner als vorher. Hurra! Zurück in die Küche. Achtung! Es kommt alles, was wir brauchen, hier rein. Brombeeren, Zucker, Zitrone. Hopp, rein! Tautropfen, Schneckenschleim. Und als letztes der Froschrülpser. Und jetzt der Zauberspruch. Zucker und Gewürze, Abradeim, Rülpser vom Frosch, Schneckenschleim. Oh, das schmeckt doch garantiert ganz furchtbar. Oh, Ben, wie wir wissen, ist es bloß gedacht zum Einreiben der Füße und nicht zum Trinken. Sowas würde niemand trinken. Oh, mein Gott, das stinkt gemein. Und es schmeckt ganz abscheulich. Daddy, das solltest du doch gar nicht trinken. Damit reibt man sich nur seine Füße ein. Was? Ich frag mich, was jetzt passieren wird. Ich seh mal nach, was im Buch steht. Ah, bla bla bla. Oh je. Was steht da? Ich Dummerchen. Bei versehentlichem Verschlucken wirkt das Mittel nicht gegen Erkältung, sondern als starkes Haarwuchsmittel. Ja, ich muss sagen, Eure Majestät,
Lange Haare stehen euch ausgezeichnet. Nanny Plum, ich glaube, die Erkältung ist weg. Hurra! Oh, die habe ich mir jetzt eingefangen. Da, ein Wurm! Er ist wieder weg. Oh, dann müssen wir es weiter versuchen. Nicht nachlassen. Da ist wieder einer. Ich gebe auf. Sie sind zu schwer zu fangen. Das Vogeljunge ist aber sehr hungrig. Dann können wir nur versuchen, seine Mami zu finden. Naja, normalerweise kommt sie immer, wenn ihr Baby ruft. Sicher zwitschert es nicht laut genug. Nanny, los, zaubern Sie, dass es lauter zwitschern kann. Sofort. Zick, zack, Zoos, werde groß. Oh nein, Nanny, ich glaube, das ist der falsche Zauberspruch gewesen. Das ganze Junge ist größer geworden. Nein, es war völlig richtig so. Ich mache es viel größer und damit viel lauter. Oh. Keine Sorge, der Zauber hält nicht lange an. Wie lange, Nanny Plum? Es kann eine Minute sein. Oder eine Woche. Oder... Der Zauber hört auf zu wirken. Und die Vogelmami ist hier. Hurra! Was hat es gesagt? Das Junge sagt Danke vielmals und bis bald. Bis bald! Hallo Holly, das war für heute die letzte Lieferung. Jetzt können wir spielen. Du bist vielleicht fertig, Ben. Doch ich muss erst noch arbeiten. Holly, es ist jetzt Zeit für die Rede. Hallo, ich finde, ihr seht alle fantastisch aus und ich hoffe, ihr habt viel Spaß beim Tanzfestival. Eine tolle Sache. Eine tolle Sache. Hurra! Hurra! Und wie geht es weiter? Nun kommt der schwerste Punkt. Wir sitzen ganz still, allerdings ohne einzuschlafen. Zu Ehren eurer Majestät zeigen wir nun einen Volkstanz. Wie fürchterlich. Tötend langweilig. Wirklich gut. Fantastisch. Daddy, los, komm. Wir tanzen auch. Was? Ich kann doch... tja, na schön. Wäre bei eurer Musik vielleicht auch etwas Moderneres möglich? Ja, natürlich. Ehrlich, deine Arbeit finde ich herrlich. Sie macht Spaß. Du hast recht, Holly. Die Arbeit des Königs macht Spaß. Das ist nicht so gut. Holly versteckt sich großartig. Da finde ich sie sicher nie. Gefunden! Oh, wie hast du das geschafft, Ben? Ich bin unsichtbar. Oh, ich bin nicht mehr unsichtbar. Der Zauber hat nachgelassen. Zauber? Oh, es war ja nur so ein ganz, ganz winziges bisschen Zauberei. Ach, was soll's. Am besten spielen wir was anderes. Ich verspreche, dass ich weder fliege noch zaubere. Na schön, dann spielen wir jetzt eben mal... Ben! Holly! Kinder! Die Muffins sind fertig. Mrs. Elf,
Heißt das, wir müssen sofort reinkommen? Wir würden gern erst noch ein Spiel spielen. Wirklich? Na sowas. Ich dachte, eine gewisse Prinzessin und ein gewisser Elf hatten gar keine Lust, draußen zu spielen. Mami, wir haben ja kaum damit angefangen zu spielen. Und du hast gesagt, die Muffins würden eine Ewigkeit brauchen. Die Muffins waren eine Ewigkeit im Ofen. Ach, wirklich? Die Zeit ist verflogen, weil ihr miteinander Spaß hattet. Die Zeit macht das. Oh! Möchte jetzt jeder einen Muffin haben? Ja, bitte! Sehr lecker. Schmeckt. Das sind die weltbesten Muffins. Und Mrs. Elf schafft das ganz ohne Zauberei. Dankeschön, Holly. Ich denke, es war das Rühren, das den ganzen Unterschied gemacht hat. Soll ich dir mal einen Trick zeigen? Ja, gern. Den ganzen Muffin lasse ich jetzt verschwinden. Wie denn nur? Ich dachte, Elfen sind gar nicht fähig zu zaubern. Guck her, gut aufpassen. Schnell, wir nehmen den Elfenwagen. Los, hinter dem Huhn her. Plötzlich steht der Wagen. Oh nein, das Uhrwerk ist abgelaufen. Schnell, Holly, ziehen wir es wieder auf. Oh, hallo. Bringt mir endlich mal jemand ein Ei? Los! Das ist unglaublich. Na nee, Plum. Ein Huhn herzuzaubern, hatte ich doch untersagt. Das ist nicht mein Huhn, nein. Nanny, beherrschen Sie die Sprache der Hühner? Ja, Eure Majestät. Und? Was hat es gesagt? Mrs. Huhn hat gesagt... Oh. Seht nur, da ist ja unser Huhn. Vorsicht, Nanny Plum. Das ist ein höchst gefährliches Biest. Machen Sie sich nicht lächerlich. Das ist doch nur ein Huhn. Seht nur, das Huhn hat ein Ei gelegt. Hurra! Daisy und Poppy, ich bin sicher, ihr wolltet gar nicht so. Miau! Flattervogel, Flattervogel. Puh, denkst du, das war's jetzt? Ja, zum Glück können kleine Vögel keine Zauberstäbe halten. Ah, Barnaby und Ben, habt ihr die Mädchen gesehen? Die Kätzchen sind Holly und Fleur. Und die Vögel sind die Zwillinge. Was? Daisy und Poppy haben versucht, ein bisschen zu zaubern. Verstehe. Und wer sind die Kaninchen? Das sind die Elfen. Na dann, fangen wir an, sie zurückzuverwandeln. Kätzchen sollen fein, wieder Feen sein. Kaninchen sollen fein, wieder Elfen sein. Vögel sollen fein, wieder Zwillinge sein. Holly, deine Aufgabe war es, auf deine kleinen Schwestern aufzupassen. Wie denn, Nanny? Die Zwillinge sind einfach unmöglich. Sie sind wirklich ein bisschen schwierig. Naja, zum Glück ist nichts Schlimmes passiert. So, nichts Schlimmes? Die haben uns alle in Kaninchen verwandelt. Ich weiß. Ich bin schwer beeindruckt. Das... Die kleinen Schätzchen scheinen richtig gute Zauberinnen zu werden. Fröschlein, Fröschlein! Die nehme ich jetzt an mich, meine Kleinen. Wir haben für heute wirklich genug Zauberei gesehen. Aber Nanny Plum, wir können sie doch nicht Frosch bleiben lassen.
Können wir nicht? Nun ja, ich glaube, es geht nicht. Also gut, Holly, zaubert sie wieder zurück. Fröschlein soll fein wie der Nanny sein. Nanny Plum sitzt im Vogelnest. Das macht gar nichts, solange die Jungen nicht schlüpfen. Oh je. Die Vogelbabys sehen hungrig aus. Wie furchtbar. Meine Flügel sind ja noch nass. Ah! Nanny Plum! Angenehm ist es nicht, aber es ist nur Matsch. Ich halte es für Treibsand. Nanny Plum sinkt immer tiefer in den Boden ein. Ben, ich bin jetzt einverstanden, gerettet zu werden. Fantastisch! Schwing dich auf, Gaston! Schwing dich auf! Schwing dich auf! Nicht bewegen, Nanny Plum! Ich werfe jetzt dieses Lasso um ihren Körper. Sie ist zu schwer! Gaston, gib noch mal alles! Du stinkst aber furchtbar. Na ja, glücklicherweise hat das alles niemand beobachtet. Meine Güte, sind Sie das, Nanny Plum? Ja, Königin Orakel. Ich bringe den Kindern gerade ein paar Feenregeln bei. Exzellent. Und um welche Feenregeln handelt es sich? Regel 1. Feen müssen immer süß aussehen. Reizende Frisur, ordentliche Kleidung, die haut wundervoll rein. Ja. Und ich demonstriere den Kindern, was sie nicht tun sollen. Regel 2. Feen dürfen nie und nimmer ohne ihren Zauberstab sein. Ja, Romy. Die ganzen Details würden König Orakel langweilen. Ja, in der Tat. Wie mir scheint, haben Sie alles unter Kontrolle, Nanny Plum. Bitte fahren Sie fort. Danke.